Die Nachtigall. In China, das wisst ihr ja, ist der Kaiser ein Chinese. Und alle, die er um sich hat, sind Chinesen. Es ist jetzt sehr viele Jahre her, aber eben darum ist es besser, die Geschichte zu hören, ehe sie vergessen wird. Kaisers Schloss war das prächtigste und kostbarste auf der ganzen Welt. Ganz und gar aus feinem Porzellan, aber sehr zerbrechlich. Es war so gefährlich daran zu rühren, dass man sich gehörig in Acht nehmen musste. Im Garten sah man die wunderlichsten Blumen. Und an die allerprächtigsten waren silberne Glocken gebunden, die läuteten, damit man nicht vorbeigehen konnte, ohne die Blumen zu bemerken. Alles im Garten des Kaisers war auf das Kunstvollste ausgeklügelt und er dehnte sich so weit aus, dass selbst der Gärtner das Ende nicht kannte. Ging man immer weiter, so kam man in einen herrlichen Wald mit hohen Bäumen und tiefen Seen. Der Wald reichte bis ans Meer, das blau und tief war. Große Schiffe konnten bis unter die Äste heransegeln, und in diesen wohnte eine Nachtigall. Sie sang so göttlich, dass selbst der arme Fischer, der auf so viel anderes Acht geben musste, still saß und lauschte, wenn er nachts draußen war, um das Fischnetz einzuholen. »Mein Gott, wie ist das schön«, sagte er. Aber dann musste er seiner Arbeit nachgehen und vergaß den Vogel. Doch wenn er ihn in der nächsten Nacht wieder singen hörte, sagte er das Gleiche. »Mein Gott, wie ist das doch schön!« Aus allen Ländern der Erde kamen Leute zur Stadt des Kaisers gereist. Und sie bewunderten sie, vor allem das Schloss und den Garten. Aber wenn sie die Nachtigall hören durften, dann sagten sie alle, die ist doch das Allerbeste. Und die Reisenden erzählten davon, wenn sie heimkamen. Die Gelehrten schrieben viele Bücher über die Stadt, das Schloss und den Garten, aber die Nachtigall vergaßen sie nicht. Sie wurde mehr gerühmt als alles andere. Und alle, die dichten konnten, schrieben die schönsten Gedichte über die Nachtigall im Wald am tiefen Meer. Die Bücher wurden in der ganzen Welt bekannt. Einige davon gelangten schließlich bis zum Kaiser. Der saß auf seinem goldenen Thron, las und las und nickte alle Augenblicke mit dem Kopfe. Denn er freute sich über all die prächtigen Beschreibungen von der Stadt, dem Schloss und dem Garten. Aber die Nachtigall ist trotzdem das Allerbeste, stand da geschrieben. Was
ist denn das?« sagte der Kaiser. »Die Nachtigall? Die kenne ich ja gar nicht. Gibt es hier in meinem Kaiserreich so einen Vogel und noch obendrein in meinem Garten? Davon habe ich nie etwas gehört. Und das muss man nun erst aus Büchern erfahren.« Daraufhin rief er seinen Hofmarschall. Der war so vornehm, dass er, wenn ein Geringerer als er ihn anzureden oder nach etwas zu fragen wagte, nichts anderes erwiderte als »Pfff«. Und das bedeutet nichts. »Hier soll es ja einen höchst bemerkenswerten Vogel geben, der Nachtigall heißt«, sagte der Kaiser. »Man sagt, das sei das Allerbeste in meinem großen Reich. Warum hat man mir nie etwas von ihm erzählt?« »Ich habe nie zuvor von ihm gehört«, sagte der Hofmarschall. »Er ist nie bei Hofe vorgestellt worden.« »Ich will, dass er heute Abend herkommt und mir vorsingt«, sagte der Kaiser. »Da weiß nun die ganze Welt, was ich habe, und ich weiß es nicht.« »Ich habe nie zuvor von ihm gehört«, sagte der Hofmarschall. »Aber ich werde ihn suchen und werde ihn finden.« Aber wo war er zu finden? Der Hofmarschall lief die Treppen hinauf und hinunter, durch Säle und Gänge, aber keiner von allen, die er traf, hatte von der Nachtigall etwas gehört. Und der Hofmarschall rannte wieder zum Kaiser und sagte, »Das müsste wohl eine Fabel der Bücherschreiber sein.« »Eure kaiserliche Majestät dürfen nicht alles glauben, was geschrieben wird. Das sind Erfindungen, die man die schwarze Kunst nennt.« »Aber das Buch, in dem ich es gelesen habe«, sagte der Kaiser, »ist mir von dem großmächtigen Kaiser von Japan geschickt worden, und dann kann es keine Unwahrheit sein. Ich will die Nachtigall hören. Sie muss heute Abend hier sein. Sie besitzt meine allerhöchste Gnade. Und kommt sie nicht, dann kriegt der ganze Hof auf den Bauch geklopft, wenn er sein Abendbrot gegessen hat.« »Tsing Pe«, sagte der Hofmarschall und lief abermals alle Treppen hinauf und hinunter durch alle Säle und Gänge. Und der halbe Hof rannte mit, denn sie wollte nicht gern auf den Bauch geklopft werden. Da begann eine Fragerei nach der merkwürdigen Nachtigall, die die ganze Welt kannte, aber keiner bei Hofe. Endlich trafen sie ein armes, kleines Küchenmädchen. Es sagte, »Ach Gott, die Nachtigall, die kenne ich gut. Ja, kann die aber singen. Jeden Abend darf ich meiner armen, kranken Mutter die übrig gebliebenen Reste von der Hoftafel mitbringen. Sie wohnt unten am Strand, und wenn ich zurückkehre, müde bin und im Wald ein wenig ausruhe, dann höre ich die Nachtigall singen. Die Tränen treten mir dabei in die Augen, und es kommt mir gerade so vor, als ob meine Mutter mich küsst.« »Kleines Küchenmädchen«, sagte der Hofmarschall, »ich verschaffe dir eine feste Anstellung in der Schlossküche und die Erlaubnis, den Kaiser essen zu sehen, wenn du uns zur Nachtigall führst, denn die ist für heute Abend bestellt.« Nun zogen sie alle miteinander in den Wald hinaus, wo die Nachtigall zu singen pflegte. Der halbe Hof war mit dabei. Wie sie nun ganz schnell dahin gingen, fing eine Kuh zu brüllen an. »Oh«, sagte der Hofjunker, »jetzt haben wir sie. Es steckt doch eine ungewöhnliche Kraft in so einem kleinen Tier. Ich habe sie ganz bestimmt schon gehört.« »Nein, das sind die Kühe, die brüllen«, sagte das kleine Küchenmädchen. »Wir sind noch weit von der Stelle entfernt.« Jetzt quakten die Frösche im Sumpf. »Köstlich«, sagte der chinesische Schlossprobst, »nun höre ich sie. Es klingt genau wie kleine Kirchenglocken.« »Nein, das sind die Frösche«, sagte das kleine Küchenmädchen. »Aber nun, glaube ich, werden wir sie bald hören.« Da begann die Nachtigall zu singen.
sie«, sagte das kleine Mädchen, »hört nur, und da sitzt sie.« Und dann zeigte es auf einen kleinen, grauen Vogel oben in den Zweigen. »Ist das möglich?« sagte der Hofmarschall. »So habe ich sie mir aber nicht vorgestellt. Wie gewöhnlich sie aussieht. Die hat ja sicher ihre Farbe verloren, weil sie jetzt so viele vornehme Menschen vor sich sieht.« »Kleine Nachtigall«, rief das Küchenmädchen ganz laut, »unser allergnädigster Kaiser möchte so gern, dass du ihm etwas vorsingst.« »Mit dem größten Vergnügen«, sagte die Nachtigall und sang, dass es eine Wonne war. »Es hört sich an wie Glasglocken«, sagte der Hofmarschall. »Seht nur die kleine Kehle, wie sie sich anstrengt. Wie seltsam, dass wir sie nie zuvor gehört haben. Die wird großen Erfolg bei Hofe haben.« »Soll ich dem Kaiser noch einmal vorsingen?« fragte die Nachtigall, denn sie meinte, der Kaiser sei mit dabei. »Meine vortreffliche kleine Nachtigall«, sagte der Hofmarschall, »ich habe die große Freude, Sie heute Abend zu einem Hoffest einzuladen, wo Sie seine kaiserliche Gnaden mit Ihrem reizenden Gesange bezaubern werden.« »Der klingt am besten im Grünen«, sagte die Nachtigall. Aber sie ging trotzdem gerne mit, als sie hörte, dass es der Kaiser wünsche. Im Schlosse war alles festlich geschmückt. Wände und Fußböden, die aus Porzellan waren, schimmerten von tausenden von goldenen Lampen. Die schönsten Blumen, die richtig läuten konnten, waren in den Gängen aufgestellt. Da war ein Laufen, und von dem starken Zugwind läuteten alle Glöckchen, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen konnte. Mitten in dem großen Saal, wo der Kaiser saß, war eine goldene Stange aufgestellt, und auf dieser sollte die Nachtigall sitzen. Der ganze Hof war versammelt, und das kleine Küchenmädchen hatte die Erlaubnis erhalten, hinter der Türe zu stehen, da ihm der Titel einer richtigen Hofköchin verliehen worden war. Alle trugen ihre feinsten Kleider und betrachteten den kleinen grauen Vogel, dem der Kaiser zunickte. Und die Nachtigall sang so wunderbar, dass dem Kaiser Tränen in die Augen traten und ihm über die Wangen hinabkullerten. Und da sang die Nachtigall noch schöner, dass es recht zu Herzen ging. Der Kaiser freute sich sehr, und er sagte, die Nachtigall solle seinen goldenen Pantoffel haben und um den Hals tragen. Aber die Nachtigall dankte, sie hätte schon Lohn genug erhalten. »Ich habe Tränen in den Augen des Kaisers gesehen. Das ist mein reichster Schatz. Eines Kaisers Tränen haben eine wundersame Macht. Gott weiß, ich bin genug belohnt.« Und dann sang sie von Neuem mit ihrer süßen, göttlichen Stimme. »Wie entzückend und kokett«, sagten alle Damen ringsumher. Und dann nahmen sie Wasser in den Mund, um zu gluckern, wenn jemand sie anredete. Sie glaubten, sie seien dann auch eine Nachtigall. Ja, selbst die Diener und Kammermädchen ließen sagen, dass sie zufrieden seien. Und das will viel heißen, denn es denen recht zu machen, ist das Allerschwierigste. Ja, die Nachtigall fand bei allen großen Beifall. Sie sollte nunmehr bei Hofe bleiben, ihren eigenen Käfig haben und dazu die Freiheit, zweimal bei Tag und einmal nachts spazieren zu gehen. Sie bekam 12 Diener als Begleitung. Diese hatten alle ein seidenes Band um das Bein der Nachtigall geschlungen, das sie gut festhielten. So ein Spaziergang
war gar kein Vergnügen. Eines Tages kam ein großes Paket beim Kaiser an, auf dem stand geschrieben Nachtigall. »Da haben wir nun ein neues Buch über unseren berühmten Vogel«, sagte der Kaiser. Aber es war kein Buch, sondern ein kleines Kunstwerk, das in der Schachtel lag, eine künstliche Nachtigall. Sie sollte der Lebendigen gleich sein, war aber überall mit Diamanten, Rubinen und Saphiren besetzt. Sobald man den künstlichen Vogel aufzog, konnte er eines von den Liedern singen, die die richtige Nachtigall sang. Und dann ging der Schwanz auf und nieder, und darauf stand geschrieben, »Die Nachtigall des Kaisers von Japan ist armselig gegen die des Kaisers von China.« »Das ist wunderbar«, sagten alle, und derjenige, der die Nachtigall gebracht hatte, erhielt zugleich den Titel »Oberkaiserlicher Nachtigallenbringer«. »Nun müssen sie zusammen singen. Das wird ein Duett geben.« Und nun mussten sie zusammen singen. Aber es wollte nicht so recht gehen, denn die richtige Nachtigall sang auf ihre Weise. Und die künstliche lief auf Walzen. »Die hat keine Schuld«, sagte der kaiserliche Musikmeister. »Sie hält den Takt besonders gut und ist ganz aus meiner Schule.« Nun sollte der künstliche Vogel allein singen. Gefiel ebenso gut wie der Richtige. Und dann war er auch viel hübscher anzuschauen, denn er glitzerte wie Armbänder und Halsketten. 33 Mal sang er ein und dasselbe Stück, und er wurde trotzdem nicht müde. Die Leute hätten ihn gern noch einmal gehört, aber der Kaiser meinte, nun solle auch die echte Nachtigall ein wenig singen. Aber wo war die? Niemand hatte bemerkt, dass sie zum offenen Fenster hinausgeflogen war, hinaus in ihre grünen Wälder. »Aber was soll denn das heißen?« sagte der Kaiser. Und alle Hofleute schimpften und meinten, die Nachtigall sei ein höchst undankbares Tier. »Den besten Vogel haben wir doch«, sagten sie. Dann musste der künstliche Vogel abermals singen, und nun hörten sie dasselbe Stück zum 34. Male. Aber sie konnten es noch immer nicht ganz, denn es war so schwer. Der Musikmeister lobte den Vogel über alle Maßen, ja, er versicherte, dass er besser sei als die richtige Nachtigall. Nicht nur, was das Kleid anbetraf und die vielen herrlichen Diamanten, sondern auch innerlich. Denn seht, bei der richtigen Nachtigall kann man niemals berechnen, was kommen wird. Aber bei dem künstlichen Vogel liegt alles fest. So wird es und nicht anders.
Man kann alles klarlegen, man kann ihn öffnen und zeigen, wie die Walzen liegen und laufen und wie eins sich aus dem anderen ergibt. »Das ist ganz meine Ansicht«, sagten sie alle miteinander, und der Musikmeister bekam die Erlaubnis, den Vogel am nächsten Sonntag dem Volke vorzuführen. »Es sollte ihn auch singen hören«, sagte der Kaiser. Und es hörte ihn und freute sich so sehr, als hätte es sich mit Tee einen angetrunken, denn das ist so richtig chinesisch. Daraufhin sagten alle »O« und steckten den Finger, den man »Naschpott« nennt, in die Luft, und dann nickten sie. Aber der arme Fischer, der die echte Nachtigall gehört hatte, sagte »Es klingt recht hübsch und ist auch ähnlich, aber irgendetwas fehlt doch. Man weiß nur nicht was.« Die richtige Nachtigall war des Landes verwiesen worden. Der künstliche Vogel aber hatte seinen Platz auf einem seidenen Kissen unmittelbar neben dem Bett des Kaisers. Alle Geschenke, die er erhalten hatte, Gold und Edelsteine, lagen rings um ihn her, und im Titel war er bereits zum hochkaiserlichen Nachttischsänger im Range Nummer 1 zur linken Seite aufgestiegen. Denn der Kaiser hielt die linke Seite für die vornehmste, weil hier das Herz sitzt, auch bei einem Kaiser. Und der Musikmeister schrieb 25 Bände über den künstlichen Vogel. Die waren so gelehrt und umfangreich, so voll von schwersten chinesischen Wörtern, dass alle Leute nur aus Angst sagten, sie hätten sie gelesen und verstanden. Denn sonst wären sie ja dumm gewesen und man hätte ihnen auf den Bauch geklopft. So verging ein ganzes Jahr. Der Kaiser, der Hof und alle anderen Chinesen konnten das kleinste Gluckern im Gesang des künstlichen Vogels auswendig. Aber gerade deshalb gefiel er ihnen am allerbesten. Sie konnten selbst mitsingen, und das taten sie auch. Die Gassenbuben sangen »Si, si, si, gluck, gluck, gluck«, und der Kaiser sang es auch. Oh, es war einfach herrlich. Aber eines Abends, als der künstliche Vogel gerade im besten Singen war und der Kaiser im Bette lag und zuhörte, machte es drinnen im Vogel Knack. Da war etwas gebrochen. Schnurr, alle Räder liefen rundherum und dann schwieg die Musik. Der Kaiser sprang sogleich aus dem Bett und ließ seinen Leibarzt rufen. Aber was konnte der schon helfen? Dann ließen sie einen Uhrmacher holen, und nach vielem Reden und Untersuchen bekam er den Vogel einigermaßen zurecht. Aber er sagte, man müsse ihn sehr schonen, denn seine Zapfen seien abgenutzt, und es sei nicht möglich, sie zu ersetzen, damit die Musik wieder richtig liefe. Da herrschte nun große Trauer. Nur einmal im Jahr wagte man es, den künstlichen Vogel singen zu lassen. Und dann ging es auch nur mit knapper Not. Aber vorher hielt der Musikmeister immer eine kleine Rede voll schwieriger Wörter und sagte, es sei ebenso gut wie vorher, und dann war es auch ebenso gut. Nun waren 5 Jahre vergangen, und das Land
hatte einen wirklich großen Kummer. Denn alle liebten im Grunde ihren Kaiser. Jetzt sei er krank und würde nicht mehr lange leben, sagten die Leute. Ein neuer Kaiser war bereits gewählt. Das Volk stand draußen auf der Straße und fragte den Hofmarschall, wie es denn mit dem Kaiser stünde. Sagte der und schüttelte den Kopf. Kalt und fahl lag der Kaiser in seinem großen, prächtigen Bett. Der ganze Hof glaubte ihn schon tot, und jeder Einzelne rannte zum neuen Kaiser, um ihn zu begrüßen. Die Kammerdiener liefen hinaus, um sich darüber zu unterhalten, und die Schlossmägde versammelten sich zu einem großen Kaffeeklatsch. Alle Säle und Gänge waren ringsumher mit Tuch ausgelegt, damit man niemanden gehen hörte, und darum war es ganz still. Aber der Kaiser war noch nicht tot. Steif und fahl lag er in dem prächtigen Bett mit den langen Samtvorhängen und den dicken goldenen Quasten. Hoch oben stand ein Fenster offen, und der Mond schien auf den Kaiser und den künstlichen Vogel. Der arme Kaiser konnte kaum noch Luft bekommen. Es war ihm, als sitze etwas auf seiner Brust. Er schlug die Augen auf, und da sah er, dass es der Tod war, der auf seiner Brust saß und sich des Kaisers goldene Krone aufgesetzt hatte. In der einen Hand hielt er den goldenen Säbel des Kaisers, in der anderen seine prächtige Fahne. Und ringsumher, aus den Falten der großen samtenen Bettvorhänge, schauten wunderliche Köpfe hervor, manche ganz hässlich, andere so göttlich und mild. Es waren die bösen und die guten Taten des Kaisers, die auf ihn niederblickten, jetzt, da der Tod auf seinem Herzen saß. »Weißt du das noch?« flüsterte einer nach dem anderen. »Weißt du das noch?« Und dann erzählten sie ihm so vieles, dass ihm der Schweiß auf die Stirne trat. »Das habe ich nie gewusst«, sagte der Kaiser. »Musik, Musik, die große chinesische Trommel«, rief er, »damit ich nicht alles, was sie sagen, zu hören brauche.« Und sie fuhren fort. Und der Tod nickte bei allem, was sie sagten, genau wie ein Chinese. »Musik, Musik«, schrie der Kaiser, »du lieber kleiner Vogel, singe doch, singe! Ich habe dir Gold und Kostbarkeiten geschenkt und dir sogar meinen goldenen Pantoffel um den Hals gehängt. Singe doch, singe!« Aber der Vogel stand still. Niemand war da, um ihn aufzuziehen. Und so sang er auch nicht. Der Tod fuhr fort, den Kaiser mit seinen großen, leeren Augenhöhlen anzublicken, und es war still, ganz schrecklich still. Da ertönte im gleichen Augenblick nahe dem Fenster der herrlichste Gesang. Kam von der kleinen, lebendigen Nachtigall, die draußen auf einem Aste saß. Sie hatte von der Not ihres Kaisers gehört und war gekommen, um ihm Trost und Hoffnung zu singen. Und je länger sie sang, desto bleicher wurden die Gestalten. Das Blut in des Kaisers schwachem Leibe kam wieder in Fluss, ja selbst der Tod lauschte und sagte, »Fahre fort, kleine Nachtigall. Fahre fort!« »Ja, willst du mir des Kaisers goldenen Säbel, seine Fahne und seine Krone schenken?« Und der Tod schenkte ihr für jedes Lied ein Kleinod. Und die Nachtigall sang immerzu weiter. Sie sang von dem stillen Friedhof, wo die weißen Rosen wachsen,
wo der Holunderstrauch duftet und das frische Gras von den Tränen der Hinterbliebenen feucht wird. Da sehnte sich der Tod wieder nach seinem Garten, und er schwebte wie ein kalter, weißer Nebel zum Fenster hinaus. »Danke, danke«, sagte der Kaiser, »du himmlischer Vogel, ich kenne dich wohl. Aus meinen Landen habe ich dich verwiesen, und dennoch hast du die bösen Geister von meinem Bett hinweggesungen, den Tod aus meinem Herzen vertrieben. Wie soll ich es dir lohnen?« »Du hast mich belohnt«, sagte die Nachtigall. »Als ich das erste Mal sang, haben deine Augen Tränen vergossen. Das werde ich dir niemals vergessen. Das sind Juwelen, die eines Sängers Herzen wohltun. Aber nun schlafe und werde wieder gesund und stark. Ich werde dir noch etwas vorsingen.« Und sie sang, und der Kaiser fiel in einen süßen, wohltuenden Schlummer. Die Sonne schien durch die Fenster zu ihm herein, als er gestärkt und gesund erwachte. Keiner seiner Diener war bis jetzt zurückgekehrt, denn sie glaubten, er wäre tot. Aber die Nachtigall saß noch immer da und sang. »Allzeit musst du bei mir bleiben«, sagte der Kaiser. »Du sollst nur singen, wenn du willst. Und den künstlichen Vogel schlage ich in 1000 Stücke.« »Tu das nicht«, sagte die Nachtigall. »Er hat so viel Gutes getan, wie er konnte. Behalte ihn doch wie immer. Ich kann nicht in einem Schlosse wohnen, aber lass mich kommen, wenn ich selber Lust dazu habe. Dann werde ich abends dort auf dem Ast am Fenster sitzen und dir vorsingen, damit du fröhlich und nachdenklich zugleich wirst. Ich werde von den Glücklichen singen und von denen, die leiden. Ich werde von Gutem und Bösen singen, was dir verheimlicht wird. Denn der kleine Singvogel fliegt weit umher zu den armen Fischern, zum Dach des Bauern, zu jedem, der weit von dir und deinem Hof entfernt ist. Ich liebe dein Herz mehr als deine Krone. Und dennoch hat die Krone etwas von dem Dufte des Heiligen an sich. Ich komme und singe dir vor. Aber eines musst du mir versprechen.« »Alles«, sagte der Kaiser und stand da in seinem kaiserlichen Gewande, das er sich selber angezogen hatte, und hielt den Säbel, der schwer von Gold war, gegen sein Herz. »Um eines bitte ich dich. Erzähle niemandem, dass du einen kleinen Vogel besitzt, der dir alles sagt. Dann wird es noch besser gehen.« Und dann flog die Nachtigall davon. Die Diener kamen herein, um nach ihrem toten Kaiser zu sehen. Ja, da standen sie nun. Und der Kaiser sagte: »Guten Morgen!«